In Elixhausen-Sachsenheim begann mit dem Familiengottesdienst und anschließendem Umzug das traditionelle Blasefest. Im Anschluss daran fanden die Feierlichkeiten am Hontorusplatz statt. Es war ein gemütliches Beisammensein mit musikalischer Umrahmung durch die Ortsmusikkapelle und köstlichen Holzfleisch vom Grill sowie Pferdekutschenfahrt mit Jakob. Ein Tag voller Tradition, Musik und Genuss erwartet Sie. Herzlich willkommen in Elixhausen beim Blasifest. Bürgermeister Michael Brandner und neben mir der Obmann der Siebenbürger Sachsen, Gerhard Alzner. Und der wird jetzt kurz erklären, was das Blasifest eigentlich ist. Danke, lieber Michi, für die einleitenden Worte. Also ich möchte euch auch begrüßen beim Zuschauen. Unser Blasifest beruht auf das alte Siebenbürger Brauchtum in Siebenbürgen. Das war früher ein Schulfest am Schulende Ende Juni. Da ist der Klassenbeste, der Schulbeste, ist als Major vorgeritten. Und hinterbei die ganzen Schüler und dann nur Adjutanten hat er gehabt und Fähnriche, die das Ganze geleitet haben. Und dann die Musik und die Gemeinschaft. Und das war ein Kinderfest. Und am Nachmittag ist auf der Kirchenwiese getanzt und gesungen. Und die Eltern haben sich zurückgezogen in den Festsaal und haben dort was anderes gemacht. Dann hat der Wein besser geschmeckt. Einige Jahre ist das abgehalten worden, bis die Kirche fertig war und dann da der Platz gestaltet wurde, der Kirchenplatz. Und dann war der Blasifest immer am Kirchenplatz oder bei Schlechtwetter, weil in der Zwischenzeit war der Saal fertig, haben wir selber gebaut, unsere Vorfahren, und das dann entweder bei Schlechtwetter im Saal und sonst auf der Kirchenwiese abgehalten worden. Und auf diesem Stein, den man da zieht, den Tisch, da ist das Fleisch hergestellt worden und daneben ist gegrillt worden. Und vor 10 Jahren, 2014, am Abschluss von Blase, sind wir im Gastgarten gesessen und haben ein bisschen philosophiert, was machen wir mit dem Platz da. Das war ein Gestätten, der ist nicht gepflegt worden, gar nichts. Und da hat der damalige Kapellmeister der Musik hat er gesagt, ich weiß halt, was wir da machen. So geht es ja, was denn? Siebenbürgerwappen. Und haben es auf die Gemeinde zum damaligen Bürgermeister Markus Kurz geschickt. Der ruft mich an, sagt er, was soll das? Aber wir haben gesagt, das wird das Siebenbürgerwappen. Wir haben es geplant, Siebenbürgerwappen da auf dem Platz. Sagt er, passt, machen wir. Kosten übernehmen wir vom Material, arbeiten wir es selber. Und bei der 70-Jahr-Feier, 70 Jahre Flucht im Mitte September, war die Einweihung. Also, das haben wir in 2,5 Monaten, jetzt fangen wir es an, aus dem Boden gestampft. Und auf das bin ich wirklich stolz, weil da war ein Zusammenhalt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben alle mitgearbeitet. Wir haben das Glück gehabt, dass da gerade eine Kanalbaustelle war. Der Bürgermeister hat gesagt, die Leute müssen arbeiten, müsst euch auch helfen. Die haben dann Beton geschaut und betoniert. Also, das war ein Spaß mitzugestalten.
Ja, wir als Gemeinde sind natürlich sehr stolz auf die Kultur und die Tradition, die die Siebenbürger mitbringen. Ist ja doch so gewesen, dass sich der Ort Elixhausen durch die Flucht und den Zuzug damals eigentlich bevölkerungstechnisch verdoppelt hat auf einen Schlag. Und was die geleistet haben an Eigenarbeit und an Engagement, das sieht man da hinter uns in der Siedlung, die ja eigentlich ihr alle gemeinsam aufgebaut habt mit sehr viel Handarbeit. War die erste Wasserversorgung und der erste Kanal in Elixhausen. Also die haben schon auch Know-how mitgebracht. Ja, und der Verein schlussendlich hat dann dafür gesorgt, dass diese Kultur und Tradition erhalten bleibt. Und im Endeffekt muss man sagen, der Vereinszweck ist eigentlich eingetreten, nämlich die komplette Integration einer eigenen Volksgruppe in einen Ort. Und daher sind wir auch sehr stolz als Elixhausen, dass das gelungen ist. Und daran sieht man auch, dass das gut möglich ist, sowas. Und jetzt gilt es einfach, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Darum sind wir auch sehr froh, dass der Verein immer noch dahinter steht, diese Traditionsfeste abzuhalten. Eins davon eben das Blasifest, wo wir in den letzten Jahren immer schönes Wetter gehabt haben. Heuer ist es ein bisschen durchwachsen, aber das soll uns vom Feiern, glaube ich, nicht abhalten.